Hallihallo Leute, willkommen zum 34. Part von Pokémon Ash Gray Edition. Der Part, wo TK wieder seine Pokémon geheilt hat. Ich glaube, das werde ich niemals machen vor einer Aufnahme mehr. Zumindest ist der Weg ja nicht so weit zum Heilen. Wir können ja. Ach, wir müssen immer wieder. Oh, come on. Wir versuchen es einfach unten mit unserem jetzigen Team. Mit Spaß. Außer die. Und Pikachu. Dafür haben wir aber nochmal ganz viele Superbälle. Supertränke. Superbälle. Genau, wir heilen uns mit. Wir heilen uns im Pokémon einfach mit den Supertränken. Macht ja jeder normale Trainer. Jeder anständige Trainer, der etwas von sich hält. Heilt mit Superbällen. Ja. Indem wir sie einfach fangen und dann heilen. Keine Ahnung, was ich da rede, aber. Mensch. So. Ich möchte ja noch besiegen. Komische Kuh. Valerie mit Poliwag. Okay, da kannst du sogar Priester Samen eventuell das ausrichten. Protagon. Wollte ich eigentlich gar nicht so sehen. Ja. Sollte ich gar nicht so sehr jucken. Starting the way. Level 25 gibt es zusammen, glaube ich. Ja. Raut? Das ist Raut. Nein, ich möchte wissen, was das ist. User Body is supposed to go as you do. Komm, Tackle kann eigentlich weg. Ich meine, wenn wir noch so ein bisschen mehr. Ja, Hits austeilen können, das ist eigentlich ganz cool. Hat Poliwag. Also, mal das gleiche. Großartig. Ich hab gerade irgendwie an Kopfbezieh gedacht. Aber wir haben es ja gerade schon einmal besiegt. Ja, verstehe einer meine Logik. Heute Himmel halt ein bisschen weiter. Doppelstep bringt dir jetzt auch nicht viel, oder? Ein bisschen mehr als dein. Oh, okay, so daneben. Interessant. Ein bisschen mehr als deine Watergun. Die du jetzt natürlich nochmal einsetzt, weil du merkst, dass. Oh, Doppelstep bringt gar nicht so viel. Ist nur unnötige Zeit, die wir im Kampf verschwenden. Nee, hättest du vielleicht eine letzte Runde ausmachen können, aber ist egal. Hast du ganz gut gemacht, wie gesagt. Ja, warm. Dann möchte ich noch mal heilen. So. Das ist noch ein Trainer, hallo! Doch, das sind jetzt, die letzten Parts sind ja voll Bomben-Trainern gewesen. Habt ihr bestimmt gemerkt. Und immer wieder die blöden Pokémon-Trainer, die nur Vogel-Pokémon haben. Wo dieser Ram garantiert keine Chance hat und wir auf Roman zurückgreifen müssen. Ah ja, was? Ja, das hätte dieser Ram wahrscheinlich nicht ganz so gut geschmeckt, so einen Angriff an sich abzukriegen. Ja. Kennen wir aber. Okay, ja. Wir wissen, dass Taubsi. Taubsi ist ein super Trainer-Pokémon. Weil jeder Spieler, der sich ein Taubsi als Gegner vorstellt, weiß, okay. Es geht schnell. Die Kämpfe gehen ganz schnell. Ob das gut ist, ist dahingestellt. Aber die Kämpfe gehen schnell. Naja, irgendwann werde ich auch noch mal eine Randomizer und das Lock auf diesem Kanal machen und dann wird wahrscheinlich mein letzter Rivale, also der Champ wahrscheinlich, nur mit solchen Pokémon ankommen. Und da war ganz kurz seine Stimme weg, wenn man das gehört hat. Ja, es ist jetzt der 5. Part locker. So viel nehme ich normalerweise nie auf. Aber Pokémon ist halt so weg, dass jeden Tag kommt. Also, es macht mir auch Spaß. Ich habe nur, das mag ich ganz gerne, wenn ich mehrere Parts ein Stück aufnehme, weil dann
kann ich das Spiel ein bisschen spielen. Und wenn ich dann immer nur einen Tag pro Tag mache und dann einen spannenden Cliffhanger habe, dann ist es ganz doof. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch so sagt. Ich meine, ein paar von euch sind ja auch Let's Player, wie ihr das macht. Jeder hat das seine. Aber mir macht es auch am meisten Spaß. So, dann noch der nächste Trainer. Mal gucken, wie viele Trainer auf dieser Route noch lauern. Ich meine, es sind ja einige, wie man sieht. Goldie. Okay. Da können wir sogar wieder mit Bulber warten. Hm? Das ist sehr, sehr schön. Sein Herz schnabeln, weil Goldinis können ja witzigerweise Schnabel lernen. Finde ich immer witzig. Oder natürlich Superschall, was nicht gerade die beste Attacke ist. Also diese Attacke. Kommt auch schon der Grund, warum ich diese Attacke hasse. Okay, ich komme durch. Kann ich wenigstens Goldini besiegen? Und rauswechseln. 26, wunderschön. Polybag. Komm, wir versuchen es einfach mal. Wir werden jetzt bewusst drinnen lassen und ihn einmal mit einem Superpauschen aufheilen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, mache ich die Randance. Ist dieser Samen nicht mal so wichtig. Wir haben ja trotzdem, schaffen wir das ja trotzdem immer. Okay, Hypnose kommt durch. Das ist wunderschön. Natürlich gibt es aber die Kondition dafür. Die Water ganz gut. Vielleicht bringt das ja was, dass es einfach mal nicht mehr. Okay, es ist tatsächlich nicht mehr quasi konfusiert. Wow. Diese Samen. Nicht schlecht. Erreichen. Und weg damit. Und ein Seepa. Okay. Ich glaube, dass kein Smokescreen kann. Das könnte wieder. Das kann es. Das kann es. Warum nicht? Ich meine, es gibt ja Sinn. Es ist ein Seepferdchen und die können sowas. Die können sowas spucken. Okay, ein Blubber. Wow. So, Chigi ja mittlerweile verlernt. Ja, den letzten Parts. Und die Rauchwolke schlägt wieder zu. Yay! Down. Neon City, die City, die niemals schläft, also quasi Las Vegas. Hey, what's going on, you jerk? Okay, wer bist du? Muss ich dich kennen? Sebastian Electrode. Ja, was mach ich denn? Ach komm mal, erster Einsatz von Morlocks. Ich denke mal, wenn du dich jetzt selbst in die Luft jagen wolltest, stört dich jetzt nicht so sehr. Weiter. Oh Gott. Also, Relaxo ist von den anderen Szenen hell. Halt von der Verteidigung auch. Du bist verdammt bulky. Ich weiß nicht, bist du hier schon Stahltyp? Aber wir versuchen es mal. Komm, mein liebes kleines Blutaxo. So. Oh, es kommt durch. Ja, du bist schon Stahl, aber es ist Blutaxo. Das heißt, es kann alles passieren. Ultraschall. Und
Drecksau, was ist los? Was ist los? Und der Brennung wird das jetzt wahrscheinlich besiegen. Yes! Drecksau, wuhu! Bestes Pokémon der Welt! Mal reg ich mich über es auf, mal liebe ich es, wie das halt so ist. Ja, ja. Alright, make it up to this question. Okay. Okay. Ah, das ist auch immer. Will ein Pokécenter haben, da ist ein Pokéloch. Hier ist gar kein Pokémon Center. Was soll der Mist? Warum kann ich da mit Fahrrad rein? Kann mir das mal einer erklären, warum ich da mit dem Fahrrad rein kann? Ja, Cast Casino, play it all the night. Outdoor Stage. Okay. Mann, hier ist gar kein... Mann, warum nicht? Ganz scary. Okay. It's a white jerky puff. Big up. Okay, wir können nicht mit ihm sprechen. Alles da. Gut. Warum ist hier kein Pokémon Center? Mann! Well, I'm fighting here. Ja, ist ja gut. Ist ja bescheid. Hier ist das Casino. Das ist das klassische Pokémon Casino. Damit beschäftigen wir uns heute aber ausnahmsweise mal nicht. Das interessiert uns heute leider nicht. Da hätten wir einnahmen in Batit spielen können, aber das ist für das jetzt wenig mal tragisch. Ich glaube, da passiert so, weil wir können ja so mal nichts mal machen. Das tut es aber gut. Ich will immer nicht durch den Fall, nicht? Steckt sich bei euch hin. Ah, wir versuchen es einfach mal gegen Gary, komm. Gary, das alte Gary A. Das Eich A. Hallo. So. Probieren wir es mal. Ash, don't do it. Schwussi, bla bla bla. Bla bla bla, ich bin besser als du. Du wolltest gar nicht kämpfen? Psst, du bist ein Fake. Ganz klar. Meinte Quell und du was? Du lebst doch. Ja, ist doch garantiert was. Aber ich krieg es nicht. Du. Fein, du hast ein Fossilien. Mehr habe ich da nicht rausgestanden. So, dann mach mal hier, guck mal, Bulbasaur. Ich glaube, nie in keinem Ort gibt es besser, um es zu trainieren. Ach, come on! Was tät ihr doch, welchen? Ich wollte doch die IP haben. Ich traue gerade den IP nach. Oh, gibt's was? Hallo! Du kannst kein Seltsam, zack! Aber ein One-Hit kriegst du trotzdem mit. Wow. EP-Bombe. Buried alive! Nein, Shiki. Böse Shiki. Heute keine Kekse für dich. Hey, ich kann jetzt Steine zerbrechen. Du kannst wieder mit einem Geodude. Aber diesmal ein Geodude. Moment, du kannst auch Surfer. Ich hoffe, dass wir bald Surfer kriegen. Oder haben wir schon Surfer? Ich weiß es nicht. Müssen wir leider mal nachgucken.
Das kriegt er nämlich statt Shiggy. Shiggy darf das nicht. Shiggy kriegt das nicht. Das geht nämlich Galaxy. Down. Gehirn. Noch ein Geodude. Yay, yeah, ich krieg ganz viele EP. Die ich eigentlich gar nicht ganz gerne Pisa warm geben würde. Dann ist hier leider gestorben. Naja, K.O. gegangen. Wir sind ja nicht in einer Nasslack, sonst hätte ich nämlich gesagt gestorben. Nein, Shiggy. Böse Shiggy. Haus Shiggy. Ich habe übrigens jedes Mal Schiss, dass ich das entwickle. So, du kommst jetzt erstmal nach hinten. Du bist jetzt ein bisschen levelmäßig. Mal legen. Pops. Hallo! Atcha! Das Lorax, Lorax! Das werde ich aber nicht draußen behalten. So, dann möchte ich doch mal PNG aktualisieren. Boah, Ice Punch. Böse! Böses Ding! Böse, böse. Ah, ein Thunderpatch. Natürlich! Aber gut, wir treffen. Ja. Also, ist der Sieg hier unser? Und Level up. Schön. Noch eins. Oh, das könnte wehtun. Ich möchte es mal so weit, dass die anderen das schaffen. Oder ein Feuerpunch kommt. Was ist überlebt? Tja! What's up, Wing? Bla 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 bla. Ah, oh, yes! Tauboga, du bist der Beste. Jetzt kommt Taubers. Cool. Nee, das entwickle ich jetzt. Also, das hat sie, er hat sich ja auch im Anime entwickelt, zwar ist in der zweiten Staffel, aber das sollte eigentlich ja relativ egal sein. So, das ist jetzt unser wunderbares Taubos. Oder Pidgeot, wie es halt im Original heißen würde, im Original natürlich. So, Switch. Ich hätte immer noch gerne ein Pokémon Center. Darf ich das mal erwähnen? So ein bisschen aufhören. Ja, Belieber haben wir ja noch. Wenn ich ihn mal geschickt einsetze. So, und überpauschen. Perfekt. Können wir da unten noch was holen? Da war ja auch ein Item, genau. Das ist schon mal weiter hoch, aber ich möchte das Item da schnappen. Oh, Tagasso, auch so ein gutes Pokémon. Aber leider, leider hatte ich nicht das nie gefangen. Hopp, hopp, hopp. Ja, wenn er tatsächlich diese 150 tatsächlich gefangen hätte, dann hätten wir so viel Auswahl. Wir können uns gar nicht mehr retten. Aber er hat ja nur eine Handvoll Pokémon. Er hat zwar eine Box voll gekriegt, aber das war meistens Towers. Leider, leider.
ich werde mich gleich nochmal umplatzieren. Rage. Dann würde ich sagen, der Part ist dann zu Ende. Ich werde mir aber das Item gleich noch schnappen. Und Level 27 für Pisa Samen. Es kommt immer dann mein Team ins große Finale. Das ist schön. Max Relix hier. Na gut. Speichere ich hier. Lass uns mal hochschleichen. Oh Mann, das ist auch so gut Pokémon. Alles so gut. So, dann möchte ich nämlich mal sichern, dass wir tatsächlich noch oben kommen, ohne dass uns noch andere Pokémon irgendwie groß anfallen. Also, dass wir jetzt noch Pokémon anfallen, aber wir gerade hier rauskommen. So, dann wollte ich mal sagen, wir sind zunächst mal wieder von Let's Play Pokémon Ash Bay. Danke, dass ihr dabei seid und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und tschüss.